Falls du Bock hast, jetzt sofort mehrere Millionen Dollar in GTA Online einfach so zu bekommen, dann schau mal bei JG Gaming vorbei. Das ist der erste Link hier in der Videobeschreibung. Dort kannst du dir nämlich einfach so raussuchen, wie viel Millionen Dollar du sofort auf deinem GTA 5 Account haben willst. Also check das ab und Freunde, mit dem Code VENOM10 spart natürlich nochmal 10%. Es ist wieder soweit, wir bekommen Geschenke von Rockstar Games in GTA Online und diesmal sogar 8 Stück. Wie du die bekommst, vor allem was es ist und wo du sie abholen kannst, das verrate ich dir hier in diesem Video. Falls du neu bist, lass kurz ein Abo, da würde mich sehr freuen, denn wir sind ganz, ganz kurz vor den 60.000 Abonnenten. Falls du Bock hast, lass ein Like da, mach die Glocke an und ich würde sagen, let's go, wir beginnen mal mit den Informationen. Wie immer aber ganz kurz noch ein Gruß an einen Zuschauer vom letzten Video und zwar groß geht raus an Felix Göttler. Er hat geschrieben, feier deine Videos, kannst du mich bitte grüßen. Mach weiter so. Felix, groß geht raus und vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Die Geschenke, um die es jetzt geht, also die 8 limitierten Gegenstände, die können wir uns nur diese Eventwoche noch abholen. Heißt, bis zum Donnerstag, wenn ihr das Video seht, ist höchstwahrscheinlich Dienstag. Das heißt, heute am Dienstag oder morgen am Mittwoch könnt ihr das noch machen oder euch die Sachen abholen. Dann am Donnerstag ist es eben wieder weg. Wir fangen an mit dem ersten Geschenk. Und zwar hat Rockstar Games geschrieben, verkauft etwas an einen Dealer und erhaltet die Slap-Tarn-Rosen-Jeansjacke. Das ist schon direkt der erste limitierte Gegenstand. Dann geht es weiter. Verkauft an 3 verschiedenen Tagen Drogen auf der Straße und erhaltet die Budong-Adong-Tätowierung. Also eine Tätowierung, die wir dann eben kostenlos bekommen, ist die zweite Sache. Dann haben wir das nächste und zwar verkauft an 7 Tagen Drogen auf der Straße und erhaltet die gemalte Tigermaske. Sieht eigentlich ganz nah aus, die können wir gerade hier beobachten oder, ja, nee, beobachten können wir sie nicht, ihr könnt sie gerade sehen. Es geht weiter und zwar stiehlt erfolgreich etwas aus einem der täglichen Drogenverstecke und erhaltet die Slap-Tarn-Rosen-Trucker-Kappe. Ihr merkt also, diese ganzen Gegenstände beziehungsweise, ja, die Art und Weise, wie wir die eben bekommen können, die haben alle was mit den neuen Sachen der neuen Eventwoche zu tun. Es gibt ja 3 neue Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu verdienen mit der neuen Eventwoche. Und zwar war das ja einmal diese Ladenmission, also sozusagen, es gibt ja die Läden in GTA 5. Da ist es aktuell so, dass ab und zu ein Ladendieb in diesen Läden angezeigt wird. Wenn ihr diesen Ladendieb eben einfangt und ihm das Geld sozusagen klaut und dem Ladenbesitzer zurückbringt, dann bekommt ihr dafür Geld. Das war ja eine Sache. Dann gab es ja auch noch die Sache, dass wir jetzt sozusagen ja, an diesen Drogenversteckkisten teilnehmen können, beziehungsweise die eben finden können. Und es gab hier diese Drogendealer, die jetzt einfach auf der Map sozusagen jeden Tag erscheinen und an die wir auch irgendwas verkaufen können. Also mit diesen 3 neuen Sachen der Eventwoche hat das auf jeden Fall was zu tun. Dann kommen wir jetzt schon zum 5. Geschenk. Das war nämlich jetzt folgendes. Stehlt dann insgesamt 5 Tagen etwas aus einem der täglichen Drogenverstecke und erhaltet die Lila Strahlenschutzmaske. Also hier wieder, wie angesprochen, diese Drogenversteckkiste. Dann geht es weiter mit dem Geschenk Nummer 6. Stehlt an 10 Tagen etwas aus einem der täglichen Drogenverstecke und erhaltet das rote SC-Drachen-Reverse-Kragenhemd. Also diesmal müssen wir ja eben an 10 Tagen das Ganze machen. Dann ist es wahrscheinlich so, Freunde, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, muss ich ganz kurz zurückrudern. Ich dachte, es gilt nur diese Eventwoche, aber anscheinend gilt das doch länger, weil wir bei den Aufgaben 10 Tage Zeit haben. Dann kommen wir zum 7. Geschenk und zwar sammelt einmal GS-Paket ein und erhaltet die Slap-Tarn-Rosen-Leinenschuhe und sammelt GS-Paket 10-mal ein und erhaltet die rote bestickte SC-Drachen-Jeans. Und genau hier steht gerade nochmal geschrieben, dass das Ganze bis zum 1. März eben gilt. Also sorry, wie gesagt, mein Fehler. Ich denke mal, ich habe es wahrscheinlich vorher im Video damit irgendwie eine Schrift oder sowas nochmal verbessert, dass ihr da schon Bescheid wusstet. Aber jetzt hier nochmal bis zum 1. März. Heißt, ihr habt dafür jetzt dann noch so ungefähr 7 bis 8 Tage Zeit, also den kompletten restlichen Februar. Schreib mir gerne mal hier in die Kommentare, welches dieser 8 Geschenke du es am besten findest oder welches du dir davon machen würdest. Und mich würde auch interessieren, zu welchem von diesen 3 neuen Live-Events würdest du ein Video gerne sehen? Also zu dem Thema Ladendieb, zu dem Thema mit den Drogendealen oder zu den Kisten. Also dazu kann ich auf jeden Fall nochmal Videos machen. Am besten schreibt ihr hier mal rein, wie gesagt, zu welchem der 3 neuen Events ihr ein Video sehen wollt oder tatsächlich vielleicht doch zu allen 3. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, dann lasst doch gerne kurz ein Like und ein Abo da. Teilt das Video gerne mit all euren Freunden, die auch von diesen Geschenken und diesen limitierten Gegenständen Bescheid wissen müssen. Denn wie gesagt, ihr kriegt sie nur noch jetzt im Februar und dann wahrscheinlich eben nie wieder, weil sie, wie gesagt, limitiert sind. Ich bin raus, euch einen schönen Tag. Haut rein, Freunde. Wir sind, wie ihr wisst, heute wieder live auf Twitch, so wie jeden Tag. Also zumindest Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Also schaut gerne bei Twitch vorbei. Haut rein, Freunde. Bis dahin und ciao, ciao.